So, dann kommen wir jetzt zum nächsten Input-Speaker und das ist Dr. Daniel Markwalder. Herzlich willkommen auf der Bühne oder hier vorne. Wir machen jetzt sozusagen von diesem ersten Aufschlag oder dem ersten Overview, den wir jetzt erhalten haben, gehen wir ein bisschen wieder ins Detail oder wir gehen so, wenden uns einem thematischen Aspekt zu. Und zwar gehen wir zum MBAG. Wir haben ja ein neues Digitalgesetz, relativ neues Digitalgesetz, das MBAG. Und gemäß dem MBAG legt die Bundesverwaltung ja den Quellcode der von ihr entwickelten Software als Open Source offen. Und es gibt eben diesen Artikel 9 MBAG, gemäß welchem jede Person die entsprechende Software kostenlos nutzen, weiterentwickeln und weitergeben können soll. Und wir haben jetzt Daniel Markwalder heute hier, Delegierter des Bundesrats für digitale Transformation und IKT-Lenkung, der uns diese neue Bestimmung vorstellen wird und uns erklären wird, was sie für den Bund eigentlich genau bedeutet. Vielen herzlichen Dank. Merci. Guten Morgen, du hast eigentlich schon alles gesagt, ich kann eigentlich gleich wieder gehen. Trotzdem freue ich mich sehr, Ihnen einen kurzen Einblick zu geben über Open Source in, respektive eben von der Bundesverwaltung. Software, die mit öffentlichen Geldern finanziert wird, soll der Öffentlichkeit frei zur Verfügung stehen. Dieser wichtige Grundsatz gilt neu für die Bundesbehörden mit dem Digitalgesetz MBAG, wie es einleitend erwähnt wurde. Ich werde in meinem Referat den Artikel 9 dieses MBAG kurz vorstellen, Ihnen einen Überblick geben, was der Artikel leistet oder besagt und was nicht und ihn auch in den historischen Kontext stellen. Starten möchte ich deshalb mit folgendem Bild. Sie sehen das Bundeshaus mit einer Figurengruppe, die politische Unabhängigkeit, so heißt die Figur in der Mitte, ist flankiert von der Legislative, man könnte sagen dem MBAG, und der Exekutive, man könnte sagen Bundesrat und Verwaltung. Aber was hat dieses Bild jetzt mit Open Source und Service Public zu tun? Man könnte behaupten, dass der Gedanke von Public Money, Public Code bereits in die Grundmauern eingraviert ist. Allerdings in lateinischer Form. Sie sehen hier, vielleicht kann man es nicht lesen, Salus Publica Suprema Lex Esto. Diese Aussage finden Sie über dem Westaufgang im Bundeshaus, das besagt, das Gemeinwohl sei das oberste Gesetz. Cicero, der diesen Spruch geprägt hat, hat vermutlich noch nicht intensiv an Software gedacht, aber in den letzten 10 Jahren stellte sich die Schweiz intensiv diese Frage, ob mit öffentlichen Geldern finanzierte Software nicht auch der Öffentlichkeit gehören sollte. Gehört Software zu der Verwaltung auch zum Gemeinwohl, zum Res Publica? Dazu der Blick in die etwas jüngere Geschichte. So richtig begonnen hat es mit der Motion Weibel 2011. Er wollte die Freigabe fördern. Der Bundesrat hat dann gesagt, er sehe keinen Raum für eine weitere Unterstützung von Bundesstellen, die ihre eigene Entwicklung der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Die Motion wurde schließlich nach 2 Jahren abgeschrieben, weil sie im Rat nicht behandelt wurde. Es war ein etwas zäher Start. Dann kam eine Interpellation. Und der eigentliche, so richtig lanciert wurde die Diskussion mit der Diskussion, einige erinnern sich sicher, Open Justitia, das Bundesgericht wollte seine selbst entwickelte Software zur Suche und Bearbeitung von Urteilen veröffentlichen, damit andere Gerichte ebenfalls diese Software gratis einsetzen konnten. Das wurde bekämpft und es wurde dann ein juristisches Gutachten erstellt, das zum Schluss kam, dass der Staat Open Software nicht weitergeben dürfe. Darauf eine erneute Motion Weibel und dann ein Postulat Glättli. Das Postulat wurde dann gutgeheißen, die Motion zurückgezogen zugunsten des Prüfauftrags im Postulat. Und im entsprechenden Bericht 2017 kam man dann zum Schluss, dass die Publikation wirklich eine gute Sache wäre und dass die Bundesverwaltung sehr an einer klaren gesetzlichen Bestimmung dazu interessiert sei. Das wurde dann in die Arbeiten des MBAG aufgenommen und so kam es zu diesem Artikel 9.
In der parlamentarischen Diskussion zu Artikel 9, also zum MBAG, war sehr vieles umstritten. Das würde einen eigenen Tag wahrscheinlich füllen. Aber dass der Bund seine Software weitergeben darf, das war völlig unumstritten. Im Gegenteil, der Artikel wurde sogar in eine Muss-Bestimmung verschärft. Und Artikel 9 besagt nun, die diesem Gesetz unterstehenden Bundesbehörden legen den Quellcode von Software offen, die sie zur Erfüllung ihrer Aufgabe entwickeln oder entwickeln lassen. Es sei denn, die Rechte dritter oder sicherheitsrelevante Gründe würden dies ausschließen oder einschränken. Ich komme nun zu diesem Artikel 9. Er hat 6 Absätze. Es ist, das ist vielleicht auch wichtig, es enthält keine Aussage zum Bezug. Also geregelt wird nur quasi in-out, was die Bundesverwaltung erstellt, muss sie öffentlich publizieren, aber nicht out-in. Das war eine bewusste Diskussion und wurde bewusst so nicht geregelt. Dann, ich habe es erwähnt, die parlamentarische Diskussion, diese Verschärfung vom kann zum muss, eigentlich in doppelter Ausprägung. Es wurde dann nämlich auch noch der Text angepasst. Am Anfang stand dann drin, soweit möglich und sinnvoll. Das wurde auch gekippt. Es soll nicht einfach nur soweit möglich und sinnvoll, viel zu schwammig, sondern es soll wirklich gemacht werden, wenn nicht klare Immaterialgüterrechte, also Rechte Dritter oder sicherheitsrelevante Gründe das ausschließen. Also da gibt es grundsätzlich keinen Spielraum. Es gibt Ausnahmen, aber es gibt keinen Spielraum. Dann wurde auch bestimmt, dass man möglichst zivilrechtliche Lizenzen verwenden soll, nicht noch eine eigene Lizenz erfinden. Es gibt schon genügend. Weitgehend soll man, ist es offen, welche Lizenzen. Ich komme dann gleich dazu, aber es sollen möglichst international etablierte sein und möglichst ohne Haftung dann für den Bund. Dann gibt es eine Ermächtigung für Supportleistungen, das ist wichtig für die Community-Frage, aber es gibt keine Pflicht dazu. Und schließlich gibt es noch eine Aussage zur Verrechnung dieser Supportleistungen. Die sollen grundsätzlich verrechnet werden, wenn man dann auch Weiterentwicklungen macht etc. Ausnahmen sind dort möglich, sofern keine Konkurrenz zur Privatwirtschaft besteht. Dies ist nun alles Gesetz in trockenen Tüchern, seit 01.01.2024 in Kraft und gibt eine große Sicherheit jetzt, eine Klarheit, was Sache ist. Trotzdem gibt es viele offene Fragen. Wir haben verschiedene Stufen. Klar ist, der Gesetzesartikel ist direkt anwendbar. Es gibt keine Verordnung dazu. Es ist auch keine vorgesehen. Vielleicht, wenn man dann merkt, es braucht doch eine, dann macht man eine. Aber im Moment sind wir der Überzeugung, dass der Gesetzesartikel schon relativ klar ist und dann einige technische Fragen dann eigentlich zu technologisch werden für die Verordnungsstufe. Dazu machen wir Hilfsmittel, Checklisten, also wir Bundeskanzlei, gegebenenfalls auch Weisungen. Wenn man dann merkt, dass die Verordnungsstufe fällt, würden wir das nachziehen. Es gilt für alle dem MBAG unterstellten Behörden. Jedes Amt ist selber Verantwortung. Es gibt keine Vollzugsbehörde. Es gibt keine Übergangsfrist. Das gilt seit 01.01.2024. Es gibt aber auch keine Rückwirkung. Und wir verstehen das so, dass alle Software, die jetzt maßgeblich entwickelt wird ab 2024 oder auch maßgebliche Releases, auch Libraries übrigens, solche Dinge, die sollen publiziert werden. Ich habe es erwähnt, es gibt zahlreiche Fragen. Wir unterteilen das etwa in 3 Stufen. Vorabklärungen, dazu gehört eben, gibt es solche wirkliche Gründe, die das ausschließen. Dann auch schon Überlegungen zur Community. Was ist der Nutzen dazu, davon? Wie will man das? Wie will man es? Solche Dinge soll man sich früh überlegen. Dann die Aufbereitung, Code bereinigen, bereitstellen. Auch überlegen, welche Plattform, welche Lizenzmodelle und dann die eigentliche Publikation. Wir haben dazu, Sie sehen, kriegen das ja dann auch in den Unterlagen, diverse Hilfsmittel, die wir erstellen. Teilweise gibt es sie schon, teilweise passen wir sie an. Das geht von Faktenblättern über Checklisten bis hin dann auch zu Ausschreibungsunterlagen, AGB etc. Und Anpassung von Hermes. Ich möchte da nicht im Detail darauf eingehen. Vielleicht gibt es dann Fragen dazu. Vielleicht nochmals die Übersicht, Artikel 9 MBAG.
es geht einerseits und ganz klar um die Erstellung, die Kreation. Dort gibt es eine Pflicht, keinen Spielraum. Dann bei der Publikation, auch das ist Pflicht, das ist Absatz 2. Es gibt einen Spielraum, wie man das genau macht. Dort springen wir in die Bresche, schlagen vor, was sich eignet, etc. Da gibt es einen Spielraum, wie man das macht, aber nicht ob. Dann bei der Community, die ist nicht vorgegeben. Auch das war kurz eine Diskussion in den parlamentarischen Kommissionen. Und das gibt es keine Pflicht dazu. Es kann sehr sinnvoll sein. Wir sehen das bei der EID. Sie hören dazu ja dann, ich glaube, am Nachmittag noch einen Vortrag. Und das gibt einen Ermessensspielraum, ob man das tun will und in welcher Art und Weise. Und ich habe es erwähnt, keine Aussage zur Konsumation, also zum Out-In, das wurde bewusst so nicht geregelt. Trotzdem ist das Ganze natürlich ein Getriebe, spielt zusammen. Wenn man das Bild noch etwas analysieren möchte, könnte man vielleicht sagen, die kleinen Zahnräder wären unsere Hilfestellungen. Aber ich glaube, das muss alles wirklich zusammenspielen. Es ist ja auch nicht so, dass das alles total neu ist in der Bundesverwaltung. Einige sind schon sehr aktiv. Wir haben schon diverse Software und diverse auch Bundesämter, die da unterschiedlich auch Erfahrungen haben. Swiss Topo schon sehr weit, Meteo Schweiz auch, Meteo Swiss. Das BIT hat viele, das BAR auch. Bei den Covid-Apps wurde ganz bewusst Open Source gewählt, um das Vertrauen auch zu stärken. Und ich glaube, genau dieses Element ist auch eine wichtige Motivation für die Bundesstellen. Ich möchte noch ganz kurz einen Exkurs machen zum XZ-Hack. Sie haben das wahrscheinlich alle auch mitverfolgt. Ein Softwareentwickler, notabene ein Microsoft-Mitarbeiter in der Freizeit, hat sich geärgert, dass OpenSSH, der Zugang, eine halbe Sekunde länger ging als früher. Und übers Osterwochenende war ihm offenbar langweilig und er ging der Sache auf den Grund und hat dabei einen von langer Hand geplanten Hackerangriff entdeckt, bei dem sich die Angreifer über Jahre Zugang zur Community, auch das Vertrauen erworben haben und so eine Backdoor eingebaut haben, eine sehr raffinierte. Bei der Bewältigung hat dann wiederum die Open Source Community geholfen. Und ich könnte jetzt die Umfrage machen, wer sieht das als Beleg für die Risiken von Open Source? Weil immerhin ist es dem Angreifer beinahe geglückt, sich den Zugang zur Community zu verschaffen und eigentlich Soft Open Source zu unterwandern. Man könnte aber auch fragen, wer sieht die Story als Beleg für die Vorteile, weil die Community hat dann auch geholfen, das zu bewältigen. Es konnte entdeckt werden, weil man den Source Code hat. Und meine Erfahrung ist in den Diskussionen, dass je nach Vorüberzeugung genau dieses Beispiel in die eine oder andere Richtung verwendet wird, ausgelegt wird. Und vielleicht stimmt beides oder beides nicht so ganz. Ich glaube, wir sollten diese Story eben nicht dazu verwenden, die eigene Haltung zu zementieren. Aber wir sollten daraus lernen, eben dass Open Source auch gepflegt werden muss, dass die Community wichtig ist, dass man kritisch bleiben soll. Auch dass eine Community ein Service-Public-Element hat. Und ich glaube, das ist wichtig, diese Mitwirkung. Voilà, damit bin ich zurück beim Bundeshaus. Ich schließe oder gehe in die Endrunde mit einem Blick nach oben. In der Bundeshauskuppel sieht man an der Decke Unos pro Omnibus, Omnes pro Uno. Eine für alle, alle für einen. Der Bund macht bezüglich Open Source jetzt vorwärts, den Anfang für alle. In diesem Sinne freue ich mich auf zahlreiche Publikationen, Freigaben und vor allem eben auch auf den Austausch auf den verschiedenen Stufen. Ich glaube, dieser Austausch ist sehr wichtig. Das sehen wir nicht nur am XZ-Hack. Apropos XZ-Hack, habe ich mir überlegt, was wir sonst noch davon lernen können. Ich glaube, erstens ist es manchmal gut, wenn man sich über Details ärgert und ihnen auf den Grund geht. Und zweitens ist Langeweile manchmal ganz förderlich. Ich habe kürzlich in einer Analyse gelesen, dass unsere Kreativität nicht durch KI bedroht wird.
Im Gegenteil, man könnte KI im Kern auch als rückwärtsgerichtet betrachten, aber das ist ein anderes Thema. Also Kreativität nicht durch KI betrachtet, sondern durch den Mangel an Langeweile. Und in diesem Sinne, falls Sie sich in meinem Referat gelangweilt haben sollten, betrachten Sie es als Chance für Ihre Kreativität. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe bewusst mich kurz gehalten. Ich muss leider jetzt dann sofort in die Finanzkommission. Aber da bleibt noch Zeit für eine kurze Diskussion, für den Austausch, der mir, wie gesagt, wichtig ist. Ganz herzlichen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Daniel Marquardt, für dieses, ich fand es sehr spannendes Referat, einen kurzen Deep Dive ins MBAG und in den Artikel 9. Das ist ja ein sehr relevantes Digitalgesetz, insbesondere auch für den digitalen Service Public. Ja, wie gesagt, muss leider schon bald gehen, aber wir haben jetzt, oder Sie haben jetzt die Chance, doch noch ein paar Fragen zu stellen. Nützen Sie diese doch. Wir freuen uns. Meine Frage geht in Richtung der Umwandlung einer Kannbestimmung in eine Mussbestimmung durchs Parlament. Als ich das gesehen habe vor ein paar Jahren, da habe ich mich gefragt, wie stark ist das wirklich ein Muss für die Verwaltung, wenn sie vor der Entscheidung steht, auf was für eine Technik setzen wir? Also nach deiner Einschätzung, nach den Abklärungen der Bundeskanzlei, wie einfach ist es für die Verwaltung, diesem Muss zu entgehen, indem sie Software beschafft, die gerade eben nicht unter offenen Lizenzen steht? Besten Dank, ja. Also, und dann darauf aufbaut, also Eigenentwicklung darauf aufbaut. Genau, also wie ich erwähnt habe, es war eine bewusste Diskussion, dass was man bezieht, dass es dazu keine Vorgaben gibt. Also diese Frage, ob man Closed Software oder Open Source beschafft, wenn man etwas quasi die Buy-Frage, also nicht Make, wenn, Make or Buy ist nach wie vor eine Frage, die sich stellt, die übrigens natürlich, man soll nicht selbst machen, was es gibt, egal in welcher Form. Also, aber diese Frage ist nach wie vor im Ermessen der Verwaltung beim Bezug. Wenn es dann klar ist, dass man etwas entwickeln muss, sei es selber entwickeln oder entwickeln lässt im Auftrag, dann gibt es keinen Ermessensspielraum mehr, dann ist das, muss das Open Source sein. Natürlich, die sprichst du richtig an, oder die Realität ist dann oft auch verwoben. Man bezieht etwas oder es ist eine Weiterentwicklung, die aufsetzt auf etwas etc. Sind vielleicht Rechte Dritter auch ein bisschen betroffen. Aber ich glaube, der parlamentarische Wille ist sehr klar, auch weil man dieses, wenn möglich und soweit sinnvoll ergänzt hat, gestrichen hat. Also die Haltung ist ganz klar, wenn man etwas entwickelt, dann soll es Open Source, dann muss es Open Source sein. Die Praxis wird zeigen, wie das gelebt wird, aber es ist Gesetz und ich glaube ein klarer Auftrag auch. Weitere Fragen? Kommentare? Und vielleicht noch eine Bemerkung. Ich bin wirklich auch sehr froh darüber. Diese Ungewissheit, die war einfach lähmend. Jetzt ist es sehr klar und ich finde das wirklich sehr gut, sehr auch befreiend. Muss man darüber nicht mehr diskutieren. Eine VIP-Frage? Naja, meine Frage wäre, an was seid ihr so konkret dran? Also gibt es da schon Beispiele, die ihr unter dem neuen MBAG quasi veröffentlicht? Ja, also wir jetzt von der Bundeskanzlei selbst, wir produzieren nicht so viel eigenen Code, von dem her quasi jetzt als direkt Betroffene, nicht im Sinne von Koordination der ganzen Bundesverwaltung, sind nicht so sehr betroffen, aber doch auch. Wir haben einen Trust-Broker, Bundestrust-Broker, und den brauchen wir fürs Login, für die Föderation. Und dort wurden wir angefragt von einem Kanton, ob man denn jetzt nicht auch Open Source veröffentlichen könnte. Das war schon Ende letzten Jahres.
Und wir haben das dann gemacht und das ist veröffentlicht. Also sind wir schon dran. Es gibt eine Interpretation, glaube ich, für AID Source Code. Auch das wird maßgeblich jetzt entwickelt. Das wird unter Open Source kommen. Das ist jetzt in Federführung dann des BJ, aber ja, das beginnt. Ja. Gut, ich sehe keine Fragen mehr. Dann entlassen wir dich gerne in die Kommissionssitzung und bedanken uns sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Merci vielmals.